Freunde, zur Vorbereitung auf die Adventszeit haben wir ein neues Format. Und zwar packen wir jetzt mal die besten Amazon-Adventskalender aus. Das heißt, die Adventskalender, die ihr super einfach bei Amazon bestellen könnt. Und schauen mal, ob sich das Ganze lohnt. Und heute starten wir direkt mit diesem wunderbaren Lego Star Wars Adventskalender. Und ich würde mal sagen, los geht's. So, gerade ist das Ding hier für rund 25 Euro verfügbar. Normalerweise kostet das um die 30 Euro, je nachdem, ob ihr gerade ein gutes Angebot habt oder nicht. Und das Ganze ist natürlich einfach perfekt. Star Wars Fans gibt es genug, wenn man das Ganze verschenken will. Mega geil. Und das Ding hier ist auch in unserer Top-Adventskalenderliste drin. Wir haben nämlich auf unserem Blog eine tolle Übersicht mit den besten Adventskalendern für alle verschiedenen Geschmäcker. Könnt ihr gerne mal hier im i abchecken. Das hier ist jetzt auf jeden Fall meiner Meinung nach so einer der besten Adventskalender, weil man damit natürlich auch ein bisschen so das Nerd-Herz irgendwie beglückt, sage ich jetzt einfach mal. Ich selber bin auf jeden Fall auch Star Wars Fan, war jetzt kein großer Fan, würde ich sagen, von 7, 8 und 9, aber ich denke mal, ich werde ganz zufrieden sein. Ich sehe, hier sieht man ja eigentlich schon, was da eigentlich hier drin ist. Also auch schon ein paar gute Sachen, so Darth Vader mit Weihnachtskostüm und so weiter und so fort. Hier wahrscheinlich kann man sich das dann so aufstellen, also so von oben, dass man hier dann die Figürchen hinstellt, so quasi. Und dann kann man hier quasi präsentieren, was man hier Geiles mit drin hatte. Da hat man wirklich die ganze Zeit was vom ersten bis zum letzten Türchen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal durch mit dem ersten Ding. Kommt man hier zu einer Anleitung, wie man das Ganze aufbaut? Also ich habe jetzt hier das jetzt einfach mal aufgemacht, aber ist hier eine Anleitung drinne? Aha, okay, also man macht das Ganze, hier hat man jetzt quasi direkt hier so den Aufbau, die Aufbauanleitung. Das Problem ist jetzt hier, es ist jetzt auch nicht so, dass hier die Anleitung so en Detail ist natürlich, weil mit einem Bild muss man quasi jetzt hier schaffen, alles zu erklären. Der wird mal ein bisschen gefordert dann morgens früh, wenn man das Ganze mal ausgepackt hat, ne? Da hat man aber direkt ein bisschen hier Action, sage ich jetzt einfach mal. Schon mal fertig gebaut. Das erste Ding, ich schätze mal, das hier sind wirklich die Ersatzteile. Da sind Ersatzteile mit drin, also für so schusselige Leute wie mich zum Beispiel, auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil. Ah, komm, jetzt kommen wir zum richtigen Scheiß hier. Ich denke mal, das hier ist doch ein klassischer Luke Skywalker. Aber was ist das denn jetzt? Das ist einfach hier so ein, das hat er jetzt hier in der Hand. Ach, das ist hier, ich würde mal schätzen, das soll quasi eine, ich schätze mal, das ist hier quasi aus Star Wars 4 dieses Fernglas, dass er hier so ein durch Dinge gucken kann. Schätze ich mal, ansonsten wüsste ich jetzt nicht genau, was es sein soll. Ich wüsste auch nicht, zum Beispiel, hier hat er ja so einen kleinen Bart hier. Wo sich da wirklich so ein Bart, kann ich mich auch nicht dran erinnern, so ein Pflaum. Weiß man gar nicht. Das wissen auch die meisten Experten nicht, was er da jetzt genau unterm Gesicht hat. Aber ich finde es auch wirklich ganz cool. Also bisher wirklich, das macht auch Spaß, den Kram ja aufzubauen. Und, ach, bitte kein Pork. Bitte nicht. Aha. Okay. Wir einen roten Stormtrooper. Die baue ich natürlich jetzt am liebsten auf, weil die sind auch schnell aufgebaut. So, geil. Der ist natürlich richtig abgefuckt, ne? Der ist sauer, sagen wir mal so. Die bekommen wenig Geld, werden von den Rebellen bzw. vom Widerstand, werden die natürlich in Massen auch getötet. Und dementsprechend sind die nicht gut gelaunt, sagen wir mal so. So, jetzt geht das nächste auf. Was machen wir? Die 8. Das ist übrigens wirklich das Schönste, muss man wirklich sagen, an so einem Format hier. Ich kann jetzt halt wirklich das, was ich als kleines Kind immer gerne gemacht hätte, nämlich einfach alle Adventskalendertürchen auf einmal öffnen. Genau das kann ich jetzt hier tun. Mega geil. Und jetzt haben wir hier einen X-Wing, auch wenn er lange braucht, der muss aufgebaut werden. Aber das Türchen rausgerissen, jetzt habe ich aber den Kram hier. Jetzt sieht man nämlich hier, wie das Ganze genau aufgebaut ist. Und da habt ihr vielleicht dann auch mehr Spaß dran. So, und jetzt kommen natürlich hier auf der Seite diese Halterungen für, das ist so richtig jetzt, ne? Ja, für die Flügel. Ich finde, das überzeugt mich auch von der Größe her. Du kannst das, die Sachen hier so bewegen. Das ist schon was. Das hat schon eine gewisse Qualität. Echt cool gemacht, wirklich mit ganz einfachen Mitteln, mit ganz wenigen Steinen quasi. Wirklich eine richtig coole Figur gemacht. Kann man schön irgendwo dann hinstellen, auch über das Jahr. Das ist ja jetzt nicht unbedingt hier weihnachtsexklusiv, sondern da kann man auch
wenn nicht Weihnachten ist, was machen. Ne? So, wo ist die 8, Freunde? Wo? Achso, das war gerade die 8, ne? So, was haben wir hier? Ah, schätze mal, das soll Ray sein. Guckt auch super böse auf jeden Fall. Die ist, sagen wir mal so, mit der ist jetzt nicht zu spaßen, ne? Hat jetzt hier den ganzen Jedi-Kram ein paar Minuten gelernt, ist jetzt aber auch sauer. Also wenn es eine Figur gibt, wenn die eine Figur oder eine Idee, glaube ich, in Star Wars wirklich am beschissensten finde, dann sind es, glaube ich, wirklich diese Porks hier. Im 8. Teil war ich in der Vorpremiere, ich war einer der ersten Leute, die das gesehen haben in Deutschland. Da haben die Leute gelacht und gejaucht, als sie gesehen haben. Und ich muss wirklich sagen, das war für mich ein innerlicher großer Schmerz, den ich da durchlebt habe. Also so ein bisschen so Klamauk und so witzige Charaktere, okay. Irgendwo muss aber auch irgendwie die Küche im Dorf gelassen werden. Also diese Dinger hier. Ich finde es wirklich ein bisschen... Also ist ganz nett, aber ich hasse diese Figuren wirklich. Seid ihr pro Porks oder Contra? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. So, das hier ist natürlich... Also man kann natürlich jetzt auch sagen, was man will. Ja, Episode 1. Ist jetzt nicht unbedingt so das allerbeste, ne? Muss man schon sagen. Aber was ja wenigstens waren die meisten, oder zumindest die Leute, die so in meinem Alter waren, die waren irgendwie 10, 11. Und für die war das dann trotzdem noch irgendwie ein unterhaltsamer Film. Und deswegen finde ich jetzt zum Beispiel diese Battle-Droiden hier, die finde ich gar nicht mal so schlimm. Finde ich gut. Also mir gefällt sowas immer ganz gut, muss ich sagen. Gehen wir mal weiter. Wollen wir die spannenden Sachen haben hier. Ja, Alter, was soll das denn sein jetzt? Was ist das denn? Das ist jetzt hier wirklich so ein... Aber ich weiß halt auch nicht, was das jetzt anlehnen soll. Was genau soll das sein? Also das wäre ja, normalerweise kannst du jetzt sagen, okay, wir bauen jetzt irgendwie was weiter, aber das ist ja... Also ich würde jetzt im Leben nicht drauf kommen, dass das irgendwas mit Star Wars zu tun hat. Im Leben nicht. Also, ja, wüsste jetzt nicht, was das sein soll, muss ich wirklich sagen. Okay, alles klar, wenn wir auf jeden Fall jetzt so einen Schneedruiden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Freunde, wir kommen zum Highlight des ganzen Kalenders, zum 24. Türchen. Das Geilste, was es natürlich gibt, und das kann doch nur Darth Vader sein. Und ich hatte recht, Darth Vader ist im letzten Türchen drin. Guck mal, der ist fröhlich. Der ist fröhlich. Da sieht man aber auch, das ist ein abgefuckter, abgewichster Kerl, sag ich mal so. Mega geil gemacht, wirklich mega genial. Ist das nicht schön? So, Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Übersicht bekommen über diesen wunderbaren Adventskalender. Freunde, wenn ihr auch Bock habt auf den Kalender, wir haben das Ganze unten verlinkt. Und wenn ihr euch denkt, ich brauche noch ein bisschen Übersicht, dann... Die zwei Möglichkeiten. Einerseits natürlich unsere Best-of-Liste auf unserem Blog abchecken, hier im i. Oder ihr abonniert einfach diesen Kanal und guckt euch die nächsten Adventskalender an, die ich auspacke. Und ich würde mal sagen, ja, macht das mal. Wir sehen uns. Hier habe ich noch eine entweder ein Video, Adventskalender, alles Mögliche. Wahrscheinlich werde ich hier die Playliste verlinken mit den anderen Adventskalendern. Macht's gut und tschaußen.